Ja, hallo Tischtennishelden, mein Name ist Yannick Borschel, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn. Heute habe ich mal wieder eine Spielanalyse für euch, und zwar hatte ich am Freitag zwei Spiele gegen offensive Leute. Wir haben jetzt das erste Spiel mal gegen den Linkshänder. Zu meiner Taktik: Ich wollte im ersten Satz sehr viele Aufschläge ausprobieren, um zu sehen, worauf er gut antwortet und worauf er eher schlecht antwortet. Ansonsten wollte ich versuchen, ja, sehr offensiv zu spielen, als erster die Attacke zu suchen, weil ich weiß, dass ich im Blockspiel nicht so stark bin. Ja, das erstmal so eine kurze Zusammenfassung. Schauen wir uns mal an, was genau passiert hier. Erster Aufschlag ist schon durchgegangen mit 1-0 jetzt. Das ist mal eine andere Schnittvariante, kurz in die Rückhand. Ja, schön kurz gehalten. Schlechter Rückschlag von mir. Viel zu spät dran gewesen und falscher Schlägerwinkel. Ja, das meine ich nämlich. Das wollte ich nämlich verhindern, wenn er wirklich aktiv am Tisch oder sogar über dem Tisch spielt und da als erster den offensiven Part übernimmt, dass er da schon deutlich die Punkte macht. Jetzt wollte ich meine lange Angabe in seine Vorhand machen. Auch da war der Versuch auf jeden Fall richtig, aber wurde halt gut retourniert. Zu hektisch mit der Rückhand. Das sind noch so die Erkenntnisse von dem letzten Spiel, dass die Rückhand deutlich ruhiger sein muss und auf dem Tisch. Ich wusste, dass ich hier in dem Spiel auch mal ruhig nach hinten gehen kann und auch Topspin gegenziehen kann oder auch mal von hinten ein bisschen kreativ spielen kann, dass das auch zu Punkten führt. Aber wieder direkt beim Aufschlag einen Fehler gemacht. Ja, mit der Rückhand schön nachgegangen, vorne am Tisch geblieben, also nicht zurückgelaufen. War auch gut. Jetzt mal reiner Unterschnittaufschlag und dann die Rückhand durchgebracht. Das mag ich eigentlich. Also, wenn mir jemand schön mit Unterschnitt oder wenn mir jemand den Schnitt aus meinem Aufschlag zurückgibt und ich dann schön angreifen kann, das sind eigentlich schon so meine Qualitäten, die ich im Spiel auch durchbringen möchte. Ah, da ist die Rückhand wieder zu überhastet. Ich bin auch ehrlich gesagt zu langsam aus dem Vorhandball dann in die Rückhand. Jetzt kommt mal eine neue Angabe über Kopfaufschlag. War schon mal gut, dass der nicht durchkam. Da ist er wieder. Schöner, rotationsreicher Topspin und der Blockfehler vom Gegner. Genau so sind eigentlich meine Wunschvorstellungen. Aufschlagpunkt, ja. Also ihr seht, ich habe jetzt schon im ersten Satz sehr viele Aufschläge ausprobiert. Sehr viel, also eher in der Rückhand die Aufschläge ausprobiert. Ja, diese Kickaufschläge langen meine Vorhand, da muss ich aufpassen, weil ich mich da extrem zurückhalten muss, dass ich nicht zu feste antworte. Das ist auf jeden Fall gefährlich. Gerade wenn ihr einen Linkshänder als Gegner habt. Ja, auch da nicht sauber zu Ende gespielt. Noch am Laufen und schon am Schlagen. Einfach zu spät gewesen. Und ein Luftloch. Jawohl. Ich muss auch sagen, im ersten Satz war ich extrem unkonzentriert. Also, ich war irgendwie nicht richtig bei der Sache. Merkt man vielleicht auch so an der Körpersprache manchmal. Und auch hier solche leichte Fehler darf eigentlich nicht passieren. Aber eigentlich habe ich mein Ziel erreicht, der erste Satz so zu spielen, dass ich viel ausprobiere. Wir machen jetzt auch mal direkt weiter, weil es ein Viersatzspiel wird. Deswegen habe ich jetzt die Videos jeweils zwei Sätze gemacht. Ich denke, das ist in Ordnung für euch. So, was habe ich mir jetzt vorgenommen? Also Aufschläge weiß ich jetzt ungefähr, wie ich die machen soll. Und einfach besser durchzuspielen. Ihr seht jetzt schon, ich stelle mich besser hin. Und ihr werdet merken, ich werde deutlich offensiver spielen. Das war natürlich ein Weltklasseball von ihm. Da gehe ich schon volles Risiko und er hält den Schläger super rein. Respekt. Auf jeden Fall sehr gut.
Ja. Also ihr seht, ich gehe mit deutlich mehr Spannung in die Bälle. Deutlich aggressiver jetzt auch. Aber wenn ich nicht gut stehe, gerade mit der Rückhand, da habe ich zwischendurch einmal angeschupft. Es reicht auch einfach mal, den dann wieder zurückzuspielen und danach die Offensive zu suchen, so wie jetzt auch. Weil letztendlich, wenn ich die Offensive so durchbringe, dass ich da mit 100% auch von Körperspannung und von der Beinarbeit auch mit dabei bin, dann sind das eigentlich immer Punkte, so wie hier auch. Da muss der Gegner erstmal eine Antwort drauf finden, wenn ich da offensiv am Trommeln bin. Es ist halt nur die Frage, ob ich immer als Erster zum Zuge komme. Das ist halt die entscheidende Frage. Das heißt, vor allen Dingen seine Aufschläge auch kurz legen, ist ein wichtiger Part hier in diesem Spiel. Oder direkt halt über den Tisch, so wie gerade. Ist auch in Ordnung. Also alles, was halblang oder lang ist, anziehen oder vorne die Bälle entweder flippen, habe ich auch zwischendurch mal gemacht, oder so wie gerade kurz legen, dann kommt der Schubball. Und eigentlich habe ich hier die Chance. Das ist ja. Ich komme ja eigentlich als Erster zum Anziehen. Ja, das habe ich mir auch überlegt, dass ich jetzt gar keine langen Aufschläge mal in die Rückhand gemacht habe oder in die Wechselzone, so wie jetzt. Denn da habe ich, das habe ich im ersten Satz noch gar nicht ausprobiert. Das wollte ich jetzt in diesem Satz auch machen. Ja, das ist dieser überrissene Aufschlag wie vorhin, den habe ich aber jetzt gut bekommen und schon gehe ich nach vorne. Und das ist auch richtig so. Natürlich lasse ich mich am Anfang nach hinten drängen, aber irgendwann, nach dem zweiten, dritten Ball, versuche ich wieder den Weg nach vorne zu finden. Und so kann ich auch den nötigen Druck ausüben. Kurz gelegt, ja. Schlechter Schubball, ehrlich gesagt. Und dann ein bisschen herumgekaspert. Aber ich war, glaube ich, in dem Satz auch sehr hoch am Führen. Ich kann es jetzt gerade nicht sehen, aber ich glaube, es steht 6-2 oder sowas. Weiß ich nicht. Ja, genau so. Schöne Eröffnungstopps mit Rotation. Der kommt ein Ticken zu hoch dann zurück und dann direkt über dem Tisch. Früh nachgehen. Da wächst dann nicht mehr viel. Jetzt kommt wieder der geile Aufschlag von ihm. Sehr unangenehm. Ah, bisschen Glück für mich hier, dass ich den überhaupt noch mit Netzroller drauf bekomme. Aber das ist auch wichtig, dass man es probiert. Ja, also wenn ich jetzt schupfe, dann geht er eh irgendwie weg oder der Gegner kann eine super Attacke starten. Gucken, was ich jetzt für einen Aufschlag mache. Na dann. Zack. Und da haben wir den Satz. Also deutlich besser als im ersten Satz und war auf jeden Fall mehr zufrieden. Alles klar, bis zum nächsten Video. Auf Tischtennis Helden. Conquer the Table.